Ja, hier im besagten Föhlin-Stadion ging's gleich zur Sache. 5 Minuten waren erst gespielt, da gab es schon 11 Meter für die Gäste in Gelb. Illertissens Innenverteidiger Michael Passer bringt da Mino Kaya zu Fall. Für mich persönlich kein Strafstoß, den man pfeifen muss. Schiedsrichter Bacher aber natürlich mit dem besseren Blick. Und auch von Seiten der Hausherren keine Proteste. Dominik Stolz darf antreten und trifft sicher zur Führung. 3. Saisontreffer für den 24-Jährigen. Dem FVI merkte man keinerlei Schock an. Klar, der Amateurmeister ist nicht umsonst Amateurmeister. Und in der 20. Minute stand es deswegen schon wieder 1:1. Tobias Heikenwälder hatte sich da die Kugel zurechtgelegt. Und glauben Sie es mir, da war weder Freund noch Feind am Ball. Bayreuths Keeper Arkenberg sieht natürlich nicht gut aus. Aber jeder, der schon mal im Tor stand, weiß, wie tückisch so getretene Bälle sind. Wir springen in die 2. Halbzeit, genauer gesagt schon in die 67. Minute. Bayreuth zwar der Underdog, aber mit einer beherzten Leistung und der Chance durch Chris Wolf, der Rückkehrer mit der Gelegenheit. Aber da hatte er wohl zu viel Zeit, um nachzudenken. Zudem die tolle Reaktion von FVI-Keeper Patrick Rösch. Die Illertissner tasteten sich in der Folge wieder etwas mehr ans Tor heran. Echte Gefahr aber erst wieder durch eine Standardsituation. Guter Freistoß von Hahn, Latte und da ist aber Löw zur Stelle. Maximilian Löw mit dem 2:1 Führungstreffer. Super gemacht, liegt da quer in der Luft und bringt seine Farben auf die Siegerstraße. Aber an diesem Tag waren die Mannen in Blau einfach nicht in der Lage, das Ding nach Hause zu schaukeln. Auch weil die Gäste nie aufsteckten und am Ende nochmal richtig Dampf machten. Sehenswerte Kombination inklusive Hackentrick von Philipp Hannemann. Und am Ende ist es wieder Stolz, der den Treffer markiert. 2. Tor in diesem Spiel von ihm und gleichzeitig der Endstand 2:2. Ein Ergebnis, das die Bayreuther richtig glücklich macht. Hut ab vor meinen Jungs, also das war ein verdienter Punkt, den wir hier beim ambitionierten FA Illertissen mitnehmen und ja, wir arbeiten hart und wir werden die nächsten Spiele genauso angehen.